Ja, grüß dich, meine Sportsfreunde. Was kann man Besseres am Sonntag machen, als mit meinem ehrenwerten Trainingspartner, dem Bruno, zum Trainieren zu gehen, ne Bruno? Und ich sage nur so, Bruno hat heute das Laufband entjungfert. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für Bruno, ne Bruno? Nimm mal einen Zahn zu, komm. Da musst du noch ein bisschen schneller, du bist gerade auf einer kleinen Geschwindigkeit. 5, ja, man muss sich erstmal rangewöhnen. Ich habe letztens einen mit 20 mit der Geschwindigkeit dreimal so schnell wie jetzt hier durchgeheizt. Und der konnte, nach 2 Minuten konnte er nicht mehr, der war tot, Alter. Ja, das geschwitzt nicht, Schweine. 20 ist brutal. Und Bruno, du hast es zwar nicht nötig, aber es ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, sagst du, ne? So ist es. Und was machen wir heute noch, Bruno? Ist geheim. Ist geheim? Wir positionieren uns, habe ich gehört. Bei dir zu Hause mit der Profikamera. Na Bruno? Mit der Profikamera positionieren wir uns. Auf mal ein bisschen hoch mit der Geschwindigkeit. Komm. Ja. Bisschen hoch, Bruno, auf. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber ein großer für den ehrenwerten Herrn Karli Kugelblitz. Jawohl. Und fühlt sich gut an, Bruno. Wie ist da die Positionierung auf dem Laufband? Fühlst du das gut an? Ungewohnt. Noch ein bisschen weich auf den Knien. Zittern die Knie noch ein bisschen, ne? Das ist so, wie andere Menschen das erste Mal ins Wasser gehen oder so, oder? Ja, so fühlt das an. Aber vielleicht kann der Bruno auch bald über Wasser laufen, wenn er so weiter Fleisch trainiert hier. Dann besitzt er vielleicht magische Kräfte, ne? Ja, meine Freunde, was kann man noch sagen? Haben gestern nichts mehr gemacht, war ein bisschen zu Hause, haben einen Film geguckt, gechillt. Und gehen morgen mit dem Herrn Danny dem Brecher, Danny auch bekannt, aka als Danny Brasco oder Danny De Vito, Danny der Thüringer, aber schön Rücken trainieren um 11. Und das werde ich euch auch nicht vorenthalten. Ne, Karli? Bist du mal auch dabei, Karli? Nee, morgen nicht. Morgen nicht? Morgen musst du deine Birne wieder in Anspruch nehmen, ne? Er macht immer so einen Wechselkurs zwischen Körper in Anspruch nehmen, trainieren und dann die Geist werden trainieren. Ne? Das darf ja auch nicht auf der Strecke bleiben. So ist es. So ist es. So. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch mit der Geschwindigkeit hier. Oh, 10 hast du schon, Karli. Das ist stattlich. Was willst du denn machen? Ja, so 20 Minuten, ne? Du kannst ja dann auch wieder ein bisschen runter immer gehen, ne? Kannst du runter, kannst du hoch? Ehrlich? Wo wohnst du eigentlich in welchem Wohnheim? Da bei der Casinostraße oder? Ja. Ecke Rheinstraße, Heldberger Straße. Ja, das Casino und das Labor. Ah, da weißt du, was ist. Dieses braune Gebäude. Sieht da direkt aus, wenn es besoffene da ist. Ja, ja. Das ist relativ neu, das haben die vor 3-4 Jahren erst da hingebaut, ne? Nee, das ist neu, das ist alte Ranzige. Ach, das alte Ranzige. Ach so, Bruno. Aber wenn du weiterhin so kontinuierlich an die Arbeit ist, wird es später mal eine Villa sein, oder? Muss nicht. Muss nicht. Nee, in diesem Sinne, meine Freunde, das war ein kurzer Einblick in die ersten Schritte eines Menschen, der das Laufband betritt zum ersten Mal. In diesem Sinne, Bruno, 10er Geschwindigkeit. Zeig mein Erfolg. Er hat schon 610 Meter ist er jetzt gelaufen. Das ist der absolute Oberkracher. Und da würde ich sagen, da können wir die Geschwindigkeit noch ein bisschen hochschrauben, oder? Auf 11. Fick mich nicht. 11, Bruno, komm. 11. Lebst du noch? Ja. Bei 11 geht noch easy, oder? Easy, ja. Jawohl. Meinst du, wir wagen die 12? Leck da. Meinst du, wir wagen die 12? Nee. Komm, die 11,5. Leck da. Nur die 11,5. Die 11,5 können wir mal wagen. Und dann ist das die Endgeschwindigkeit vom Bruno Speedy Gonzalez. In diesem Sinne, Bruno, nachher machen wir ein 4K-Legenden-Video. Das erste Video der Positionierung, richtig? Richtig. Bis dahin einschalten, abonnieren, analysieren bei TV. Lauter. Ja. Was ist jetzt los? Ich wollte jetzt beenden.